Jetzt ist erst Assetto Corsa dran. Also, neue Folge, Assetto Corsa, müsste Tag 11 sein. Grüßt euch, moin. Wir sind noch nicht gefahren, es ist das allererste Mal, heute noch null Assetto Corsa gesehen. Technikus ist auch nicht im Kreis gefahren und ich bin noch nie rumgefahren. Das allererste Mal jetzt hier. So, und ich sitze nicht gut hier, warte. Das Rig hat sich echt verschoben hier. So. So, mal gucken. Mal kurz gemütlich eine Runde drehen. Um reinzukommen. Auch keine Besonderheiten im Chat passiert. Keine alten Leute, die da waren. Alles wie immer. Tücher, Anhalter, Techni, Tici. Und ich muss mal wieder reinkommen hier. Also wenn ich immer so auf Attack gehe, auf so einer Geraden, fahre ich schon sehr schnell, aber wenn ich das Motor-Mapping auf High lasse, das ERS-Mapping, was auch immer das ist, ist es all in all schneller, die ganze Zeit ERS zu haben, als nur bestimmten Stellen. Aber glaubst du mir das, heute Nacht habe ich mich so wohl gefühlt und jetzt bin ich verwirrt? Ich muss das... Wo ist High? Okay, jetzt ist er schon wieder... No Deploy, machen wir kurz aufladen. Ich muss zweimal die Taste drücken, okay? Zweimal die Taste, nicht die Taste. Ich lade nochmal auf die Batterie und mach dann. Und Energie. Wieder ausmachen. Ich muss mich ja gerade auf das ganze DRS und ES Programm konzentrieren. Waren es wilder noch. Finde ich aber geil. Okay, zweimal und go. Schnell in die Kurve kommen. DRS machen wir. Na, ich hab's mich wieder konzentriert auf die Tasten. Ach man. Jetzt müssen wir das ganze Programm nochmal anfangen. Oh, ich wollte eine Hotlap fahren, aber kann's vergessen so. Okay, no deploy. Auf Motor kurz lassen. Ach, nochmal. Ich muss halt auf die Tasten schauen kurz und dann habe ich die Kurve verpasst. Also, Runde fahren. Bei der Schikane runter werde ich schon das richtige Ding aktivieren und dann versuche ich mit der Zielgerade so schnell wie möglich zu fahren. Aber ich möchte halt immer von Anfang an Leistung auf 100 bringen. Aber ich muss immer wieder mit jedem Auto, das ich neu fahre, doch mal ein, zwei Runden fahren, mich einzufahren. Und ich hoffe, dass ich sowas in Zukunft vermeiden kann, dass ich einfach einsteige und es kann. Geflüstert sie gerade schief. Warte mal. Wenn ich so lenke. Boah, bei Formel 1 ist ja krass umzulenken. So. Nee, warte, ich sitze nicht. Wenn ich so umlenke, ich muss die Hände so halten. So und dann geht's. Höher, okay. Ich habe irgendwas verschoben. Hier links. Rechts. Ich sitze, glaube ich, hier ein bisschen weiter nach hinten. Okay. So, let's go. Ich mache gleich schon das High-Programm an. Versuche mir eine Hotlap zu fahren, obwohl ich nicht eingefahren bin, egal.
ES ist an. Programm ist auf High. DRS jetzt an. Hier im siebten Gang hoch. Wäre vielleicht sechster besser. Fünfter Gang. Oh, lag. Ach, ich muss wieder die Ordner ausmachen. Das muss ich auch noch ausmachen. Scheiße. DRS hier an. Ich muss die Ordner ausmachen. Das scannt die Ordner alle paar Sekunden. Ich muss echt mal so eine Checkliste machen, was ich alles machen muss hier. Und DRS an, komm. Ich lasse die Arme wieder hängen. Also ich habe meine richtige Sitzposition nicht gefunden. Das wird noch eine langsame Lap. DRS an. Ich kann aber noch eine. Nochmal 6 hoch hier. Oh nee, zu schnell. Programm aus. No Deploy, ich will laden auf. 14883. Aber warum stört mich rechts so die Seite? Ich habe keine Bewegungsfreiheit. Was ist denn jetzt schon wieder? Muss ich einmal kurz so sitzen, dann mich so hinhocken, einmal so machen? Weil ich bin vorne. Ich kann dieses Boxen nicht machen gerade. Ich weiß nicht genau, wie ich wieder falsch sitze. Gut, dann Batterie aufladen. Ich tue meine Ellenbogen wieder zu eng. Es ist echt krass, dass jeden Tag so eine Stunde lang erstmal hinsetzen und Position suchen. Deswegen finde ich es mit dem Rig schon viel geiler. Ich mach schon mal auf High. Okay, let's go. DRS go. DRS go. Fast die gleiche Zeit gefahren, aber ich habe keine Batterie mehr. Ich muss wieder aufladen. Und ich gehe mal auf Vollladen hier. Also ich weiß ja nicht, also ich würde es am liebsten so machen, dass ich hier die Batterie anmache, immer so bergauf und auf den langen Grad am Anfang die Batterie anmache. Lass jetzt mal voll laden hier. Ich sehe das nicht. Ich habe die Kurve nicht gesehen wegen den Handschuhen. Ich habe den Ding nicht gesehen, den Körper, weil die Handschuhe im Weg waren. Komisch, diese Sachen haben mich nicht gestört gestern.
musst mehr bremsen, um aufzuladen, oder? Ah, okay, okay. Aber die Handschuhe sind schon fett, oder? Bei dem FOV. Stört ein bisschen. So viel Zeit hier verloren. Achso, ich habe auch nicht das Motormapping geändert. Dass ich noch mehr Power habe, schade. Jetzt erst. Die nächste Runde wird's. Habe ich noch mehr Power? Boah, ich verliere 0,5 Sekunden gleich zu meiner anderen Zeit. Heftig. Was war das für eine Runde vorher? 0,7 verloren schon. Ich fahre halt schon defensiv. Wow, scheiße, falsch, die Fall, falsch, 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 falsch. Wir lassen wieder Lava. Ich mag das nicht, wenn ich dann da oben die Sachen nicht sehe, aber ich habe sie oben geschaltet. Battery und keinen Modus, okay. Gerade über diesen Sachen ist steht immer irgendwas. Hier. Da ist das verkehrt rum und da ist immer dieses Cut. Ich habe das nie im Blickfeld richtig, was für die Sachen ich an habe. 1, 3, 4, 0, 6. Mit der Formel 2004 bin ich 1 gefahren. So. Okay. Gut. Ach, die Batterie muss ich gar nicht laden lassen, wenn ich aus der Box komme. Okay, geil. Voll die Action Cam da rechts, lol.
So, auf Motor geändert. Und Programm auf High. Hier verliere ich immer viel, ich hatte aber so viel Vorsprung, dass es nicht so schlimm ist. Jetzt habe ich LOL hier viel verloren. Ich war 0,7 vorne. Habe mich auf 0,4 runter. Und jetzt schwierig. Ich sehe aber so schlecht gerade. Dieses Lenkrad versperrt mir komplett die Sicht beim Lenken. Mal wieder ein bisschen laden hier. Oh. Ich muss die Ordner hier ausmachen, weil die Ordner werden gescannt alle paar Minuten von Windows und deswegen habe ich immer Lag dann. Okay. Auf Motor gesetzt, MG, A und alles angemacht. Mapping auf High dann. Zu wenig eingelenkt und zu schnell war ich. Wow, Dennis, grüß dich. Was geht? Ich tue wieder auf Laden und auf Batterie. Wo ist denn jetzt Technik hin? Was geht, Mann? Was machst du eigentlich so? Ich teste gerade den F122. Versuche mich hier mit KERS und ERS. KERS, ERS und DRS Programm zurechtzufinden. So. Batterie ist voll, ich stelle gleich das Ding um. Wenn wir noch eine Hotlap fahren können. Aber ich bin noch nicht wirklich eingefahren. Ich stelle auf Motor, ich stelle auf High. Uff, zu spät. So viel Einstellnummer hier. So. Alles aktiviert. Der ist jetzt an. Versuche im sechsten den Berg hochzufahren, kurz anbremsen, sechster Gang und Vollgas hoch. Versuche den fünften hier rechts zu nehmen. Ich versuche im fünften hier hochzufahren und DRS an.
versuche die nächste im dritten zu nehmen. Und DRS an, auf geht's. Schaut nicht schlecht aus. Wir sind 0,66 vorne. Und schalten. Mal schauen, wenn es jetzt nicht verkackt, können wir noch eine bessere Zeit machen. Ziemlich früh gebremst, um es nicht zu verkacken. Ich habe mich verdrückt gerade. Aber passt. Ich habe Blödsinn gemacht. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Aber trotzdem 0,3 noch unterboten. Wir hätten noch viel schneller sein können. Wir müssen mal wieder eine Sparrunde fahren. Okay, 1,2,660. Also ich glaube 1,2 können wir schon fahren. Aber da müssen wir nochmal aufladen, die Batterie. Mal gleich nochmal schön bremsen bei der Schikane, damit sie voll ist. Und zack, vollmacht die Batterie. Mapping wechseln auf High. Auf Ding auf Motor stellen und auf geht's. Energie, komm schon. DS an. Es wird wild. Zu weit rausgekommen, zu wenig gelenkt, weil zu schnell. Und ich hatte Schiss, noch mehr zu lenken. Egal, wir machen trotzdem. Pushen trotzdem. Ich habe mich so gefreut, dass ich die erste Kurve so schneller nehmen konnte. Okay, wir sind 0,24 vorne, obwohl wir so viel Blödsinn gemacht haben, weil wir die eine Kurve anscheinend gut gefahren sind. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe mitzunehmen. Es ist noch so viel Potenzial hier. Hier rüber und Vollgas. Wenn jetzt durchkommen, haben wir eine bessere Zeit. Der ist an. 0,91 noch geschlagen. Oh, jetzt schon viel langsamer. Okay, im siebten hier hoch oder was? Schon, ich hoffe, die Batterie reicht. 0,2 noch schneller. Das mitnehmen können, glaube ich. Ich bin vorhin so krass hier gefahren, wollte ich gar nicht. Ja, ich hätte nur noch 2 Grad rechts lenken sollen, Alter. Ich hätte nochmal 0,2 geschlagen, die Zeit. Also nochmal das Ganze. Auf Batterie gehen, Batterie aus. Krass. Trotzdem, ich habe gleich die Zeit vom F1 2004. Ich habe gleich die Zeit vom F1 2004. Was jetzt? Denkt er so komisch. Was? Ach so. Jo, spiel mich also bis rum im F1 22. Probier die ganzen Mappings hier. Attack, High. Dann auf Motor und Battery stellen. Das ERS und KERS. Was auch immer das alles ist hier. Die einzelnen Motoren hier.
Müsste mal schauen, wie konstant ich Zeit stellen, fahren kann, wenn ich auf Balance stelle. Und wie lang die Batterie dann leicht, ob sie dann ewig hält oder... Hier stört mich der Handschuh enorm. Was geht bei euch so, Chat? Zwei, drei, vier, fünf. Einlenken. Hochstellen. Zack, zack, zack und go. Alles an. DS an. Ich habe jetzt fast eine Sekunde gewonnen. Lol, 0,9. Wenn ich jetzt keine größeren Dummheiten mache, schaffe ich es, die Zeit vom Formel 1 2004 zu schlagen. Hammer. Wir haben es. Nee, wir haben es. Nein! Ich habe auf die Zeit geschaut, anstatt zu lenken. Wir haben es nicht, weil ich dumm bin. Das ist mir noch nie passiert. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das ist mir noch nie passiert. Wir haben es nicht. Wir müssen nochmal. Fuck, ich war mir jetzt so sicher und habe auf die Zeit geschaut und habe nicht gelenkt. Ich habe einfach Vollgas gegeben. Okay. Ich wusste es, wenn ich das jetzt sage, wir haben's, darf man sich nicht freuen, bevor es da ist. 0,8 Sekunden noch schneller. Weil ich habe bergauf Zeit verloren, aber ich habe hier das so gut bekommen im fünften vorhin, dass ich bergunter hier fast eine halbe Sekunde gewonnen habe. Keine Ahnung. Ah ja, das geht mit euch, Chat. Danke. Okay, auf Motor, das Mapping hoch, fertig. Let's go, volle Energie. DS an. Ich bin schon ein bisschen langsamer als letztens. Ich bin trotzdem den siebten hoch, voll reinwerfen in die Kurve. Hier nehmen. Ich habe Zeit verloren, aber jetzt gewinne ich sie wieder. Aber nicht so viel wie vorhin. DRS an. Wir sind schneller, aber nicht... Ich war vorhin hier auf 0,9. Das kann man sich nicht vorstellen. Immer 0,44 besser. So wie es hier wackelt, wackelt es bei mir am Lenkrad auch.
langsamer, aber nur 0,1. Ich habe 1,013 gefahren. Ich weiß nicht, ob das Formel 2004, wie schnell es genau war. 1,01 irgendwas. Ja. Ich wollte einfach Gas geben, weil ich war eh der Zeit schlechter. Techni, wo bist du? Hallo? Der hin, Alter. Ich habe noch mal kurz Force Feedback um 10% runter gemacht, damit ich entspannter lenken kann hier. So, wir haben das Programm noch an. No Deploy Batterie kurz laden. Ich mache die Programme an, habe ich auf Motor gesetzt und auf zu langsam gerade hier. Da geht schon, kriegen wir hin. Nee, kriegen wir nicht hin. Halt eine Quali-Runde nach der anderen zu fahren. Zwei kann ich fahren mit der Batterie. Aber schon Schmerz in den Händen, ey. Deswegen 10% bisschen lower gemacht vor das Feedback. Programm geändert. So langsam raus, ich habe schon überlegt, den zweiten zu schalten. Du alte Schlawiner. Wo bist denn du, Alter? Ja, ich musste noch wegen morgen was klären. Tut leid, hat ein bisschen länger gedauert. Alles gut. Aber ich bin hier. Ich schwitze. An deiner Seite. Wie ein Schwein. Ja. Ja. Eine Hotlap also nach der anderen durch den Programm. 0,4 Sekunden hinten vorne. Warte. Ich will gleich mit dir. Nochmal 0,6 Sekunden schneller. Ich kann es nicht mitnehmen, aber ich versuche ein bisschen was mitzunehmen. Ich habe, glaube ich, die Zeit von F1 2004 geschlagen. Warte.
Okay, ich habe keine Batterie mehr, jetzt können wir reden. Hast du geschafft? Ja, nur 0,3, wenn es immer passt. 11090 bin ich gefahren. Ja, man muss halt immer mit der Batterie ein DRS aufladen, anmachen, ausmachen, dann auf verschiedene Modi gehen. Es ist halt halbes Studium hier, sage ich dir. Ich habe mich damit mal beschäftigt, ich hatte Bock gefühlt. Wo muss ich denn das belegen? Also DRS reicht mir ja, muss ja keine Ahnung, Batterie laden und Quatsch. Doch, ich das Dings, oder? Batterie würde ich trotzdem an- oder ausmachen. Weil du hast 150 PS mehr oder noch mehr. Das ist halt Hybridantrieb. Im Content Manager, genau. Ich würde auf jeden Fall zwei Sachen belegen. Ich zeig dir die, oder drei zumindest, damit du die Programme ändern kannst. Also DRS an aus ist klar, ist der Flügel. Das kannst du überall machen hier. Egal wo an der Strecke. Assetto Corsa, Steuerung, Gasbremse, Achsen, Tasten. Tasten. Settings. Controls. Buttons. Genau, bei hier. Buttons rechts. So, mach mal auf jeden Fall. ERS aktivieren. Genau. KERS aktivieren brauchst du nicht, das hast du nicht. Du musst auf jeden Fall MGU-H anmachen. Mode. Da gibt es Motor und Batterie. Wenn du auf Motor gehst, hast du noch zusätzlich Power bei Batterie, lädt er die Batterie stärker. Das sind noch ein zusätzliche Motoren, hat der mir der Dave erklärt hinten. Zack. Genau, und wichtig ist auch noch, dass du die Ding änderst, dieses Increase Delivery. Increase Delivery. Das heißt, ich krieg dann mehr Bestellungen. Du kannst, es ist so, es gibt verschiedene Maps. Es gibt Attack, das ist, wenn du überholst, machst du das an, hast du volle Batterie. Dann du nochmal drückst, hast du auf High, das ist für Hot Lap, dann hast du die ganze Runde das. Auf Balance, weil habe ich selbst noch nicht getestet, glaube ich, gehen mehrere Runden. Und Low ist, dass du wenig Batterie hast. Ein Bild, keine Ahnung. Also ich spiele immer nur mit Attack und High. Attack, wenn ich überholen will oder wenn ich etwas schnell fahren will. Zum Beispiel immer bei der Langran, das hat 150 PS mehr mit dem Ding. Du düst auf einmal. Das geht ja erst ab da, wo die Schilder sind. Das geht, nein, das hat damit nichts zu tun. Also das eine ist Batterie dazuschalten, das andere ist den Flügel öffnen. Das Flügel öffnen geht eigentlich nur an bestimmten Zonen, aber das ist hier, geht's überall, so wie früher bei der Formel 1. Es gibt keine Begrenzung im Qualifying hier. Du kannst überall öffnen. Und das andere ist die Batterie dazuschalten, Hybridantrieb. Mit 150 PS mehr, verschiedene Modi, schwach, mittel und ganz stark und voller Boost und sowas, ne? Und das andere, das... Abgabe erhöhen ist Batterie zuschalten, um mehr Speed zu kriegen, und Gewinnung erhöhen ist, um die wieder aufzuladen. Und dieser MGU-H-Modus, damit aktiviere ich, kriege ich dann öffnet sich da? Nein, damit hast du noch zusätzlich zwei Motoren, die die Batterie laden, oder du verwendest noch mehr Batterie. Die Motoren werden damit angetrieben. Also schon zu viel. Du musst im Endeffekt nur wissen, wenn du eine schnelle Runde fährst, ne, setzt du MGU/H, also MGU/H, das untere, setzt auf Motor, dass du volle Motorleistung hast, und du setzt das MGU-K Delivery, setzt auf High. Und dann hast du volle Power für zwei Runden. Maximale Batterie und maximale Motorenleistung auf zwei Runden. Ja, das war's. Und DRS machst du immer an bei... Nee, warte mal. Nicht Gewinnung erhöhen, sondern Abgabe erhöhen muss ich ja, ne? Ich muss das ja zuschalten. Also die ersten zwei Tasten und die letzten sind die wichtigsten. Das andere sind nur die Prozente, wie du auflädst. Habe ich immer auf 100. MGU Car Recovery habe ich immer auf 10, auf 100%. Damit es immer voll auflädt. Und du lädst deine Batterie auf, wenn du stark bremst. Achso. Du musst den F1 2002 nehmen, den obersten. Den ersten, ja, der hat mehr. Zweimal ist der da. Das ist egal, welchen du nimmst. Der erste hat mehr Downforce, weniger Highspeed, und der andere hat es genau andersrum. Du kannst den auch nehmen, ja. Ist ja nicht der gleiche Auto. Das eine ist der Ferrari, das andere ist der Mercedes. Das kann ich am Setup einstellen. Ja, versuche ich mal. Aber
Weiß ich nicht, ob mir das Spaß macht. Ich habe ja schon genug zu kämpfen, Es auf der ist, Strecke zu bleiben. ich weiß, ich hatte damit auch Probleme. Bis heute früh dachte ich, komm, ich gib's mir einmal, beschäftige mich einmal und dann habe ich's, weil das brauchst du auch bei diesen ganzen scheiß Hybridautos. Diese Ja, anderen ich da, darf weißt kein du? Mensch fahren. Genau. Und ja, ich kann dir sagen, wie ich es halt mache. Das Gute ist, weiß ich nicht, aber der Dave hat gemeint, es passt so. Und ich würde mir das Ding einblenden lassen, um zu sehen. Ich würde mir eher CARS oder ERS Management einblenden lassen. Damit du siehst, wie deine Batterienmodi und alles sind, die ganze Zeit. Hier geht's ja gar nicht ganz abschalten. Naja, Hauptsache der blöde Pin in der Mitte ist weg. Und der FOV ist so krass bei dem Mann. Das ist so geil. So ist es eigentlich perfekt. Aber wenn ich manchmal lenke, lenk mal links oder rechts, siehst du von der Hand nichts mehr dann. Also von der Strecke sehen, weil die Hand da ist. Ja. Das war mir manchmal bei irgendwelchen Curbs zu krass. Aber kannst du auch ausschalten, die Hände. Aber das passt schon. Du musst die Strecke einfach im Kopf einprägen und schon vorher lenken. Gut, komme ich gleich dazu. Ich muss jetzt doch noch mal schnell auf Toilette. Das habe ich vergessen. Jo, mach das. Man kommt bestimmt unter einer Minute, wenn man gut fährt. Ich würde das hier den Curb sehen da, aber ich sehe die Hand. Alles aktiviert. DS Go. Siebter Gang hoch. Fünfter Gang. Rechts einbiegen. Scheiße, gerade man sieht oder nicht. Fünfter Gang. Ich habe Zeit verloren. Ich habe es gemerkt. Der ist natürlich aktiv. Konnte ein bisschen besser rausbeschleunigen. Ich gewinne ein bisschen Zeit, aber ja, das wird sich nicht ausgehen am Schluss. Nee, ich bin das erste Mal über diesen Curb gekommen. Krass. Okay. Ich weiß nicht, ich lenke einfach ein, den gleichen Winkel vielleicht mal 1% mehr oder weniger und das ist halt schon zu viel. Ein Grad meine ich. Vielleicht ist ein Grad übertrieben, aber mir kommt es halt so vor. Zu weit raus nach links tragen lassen. Modi off. Ja. Batterie laden. Vor im zweiten Gang herausgekommen, es war anscheinend schneller. Ach so, ich habe das Bild gar nicht richtig gesetzt gehabt, oder?
Nee, zu früh eingelenkt. Mann, ich sehe wegen diesen Händen so nichts. Also nochmal. City und laden lassen wieder. Schade. Ich finde das Spaß, man als Test einfach die das Lenker und die Hände ausschalten. Kann man ja machen. Weil ohne Lenker ist bestimmt weird, aber ich habe ja mein eigenes, ich sehe mein eigenes, hier ist hier Doppellenker so. Ist auch komisch. So, das war erleichtert. Baby. So, Batterie wieder hoch. Motormapping an und auf eine schnelle Runde mal probieren. Und volle Energie, let's go. Okay, dann. Und der ist an. Siebter Gang, erste Kurve hoch. Fünfter Gang. Voll einlenken. Viel Zeit verloren. Kann ich versuchen mal aufzuholen nachher. Schalt doch mal die Muni durch und schau, was passiert. Guck mal einfach, diese Knöpfe, du überlegst das. Es gibt ja da Motor und Batterie bei dem bei der MGH-Dings da. Batterie, tust du Batterie mehr aufladen, bei Motor hast du mehr Motorleistung. Ne? Drück mal da. Ja, hab ich schon gemacht. Schon gemacht. Sollen wir nur mal ein bisschen hier. Hab ich mir auch überlegt hier, was dann zu machen, aber siehst du trotzdem den Halo noch? Der Halo ja, ist trotzdem da. Noch. Ja. Ja, Halo ja, ist wurscht, aber wenigstens ein bisschen mehr von der Strecke sehen. Und aus Feedback muss ich. was ist. Feedback. Also im Endeffekt tust du hier DRS und aktivieren, damit du DRS ist auf den Flügelflachstellen weniger Luftwiderstand. Musst du einmal drücken, dann ist er an. Und Ausbrust nicht machen, wenn du bremst, geht automatisch zu, der Flügel wieder. Und mach für den Anfang dein Ding an, dass du siehst, wie die Settings sind, die ganze Zeit siehst, so wie ich das habe. Ja, lass mich erstmal fahren, ich muss vors Feedback einstellen. Okay, also, okay. Gut, ich glaube, das macht mir keinen Spaß hier. Alles gut. Ich bin auch erstmal 5 Runden gefahren, ohne nichts. Einfach so, um zu sehen, wie das Auto ist. Okay, fahr vorbei, warte hin. Wollte dir nur von meiner Erfahrung erzählen, damit du dir das sparst. Ja, ich weiß, dass es nicht. Blöd gemeint ist, aber es ist halt nicht das, was ich unter Racing verstehe. Ja, ist kein Problem. Also eben der Formel 2 Wagen, das hat Spaß gemacht. Der 3, oder? Sogar? Oder auch zuletzt? Ja, kann sein. Mhm. Aber hier. Ich selbst nicht. Selbst der hatte ja DRS zum Auf- und Zumachen. Also ich hatte.
hatte nur zum, ich hatte auf der Geraden habe ich 324,89 geschafft, ja, mit voller Batterie und allem. Das war voll geil. Okay. Ohne Batterie jetzt, ich weiß nicht, ob du jetzt mit oder ohne fährst, 286 hast du dann noch. Ist halt schon heftig, der Unterschied zwischen Batterie und ohne Batterie. Nee, ach, tut mir leid, aber ich weiß, ich müsste dem mehr Zeit geben, aber da habe ich jetzt im Stream und so keine Lust drauf. Das mache ich mal morgens, setze mich da alleine dran und versuche mal. Ich mag jetzt lieber ein bisschen Spaß haben. Jo, ja, machen wir. Wir können ja wieder GT3 fahren, wenn du willst. Oder ich fahre. Ich nehme jetzt mal hier den. Wen hatte ich gerade eben? Ja, ich hätte die einfach fahren lassen sollen, ohne Zugelaber. Du kannst ja im Endeffekt einfach ohne Batterie fahren, ganz normal wie mit jedem anderen Ding. Aber ich hab dir leider zu viele Infos gegeben, ne? Nee, um Gottes Willen, ich bin nämlich blöd. An sich ist schwer. Ich hab mir schon überlegt, dass ich Lenkrad und Hände ausmache. Weil ich hab ja meine, weißt du? Ja. Hab ich bei dem Nissan auch letztens gemacht. Und ist komisch, oder? Das ist erstmal ungewohnt, aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Weil ich sehe mein Lenkrad wirklich schon so. Also wie der das aussieht. Ja, ich auch. Deswegen. Aber das mit diesem ganzen Batterie und Ding und alles. Da habe ich jetzt auch wirklich wochenlang gebraucht, um mich daran zu trauen. Und das geht nicht auf die Schnelle. Da musst du wirklich Geduld und Lust dazu haben. Und ich verstehe vollkommen, wenn du sagst, bisschen zu ungeduldig jetzt. Oder nicht so ja. Bock drauf. Da musst du wirklich, als ohne Scheiß, da musst du wirklich Lust haben. Ich habe mich bis jetzt gedrückt. Ja, es sind so Sachen, da setze ich mich dann. Ja, entspannt. Morgens, wenn ich Uhr habe, setze ich mich daran und. Mit dem Käffchen, oder? So entspannt Käffchen rauchen und dann da einfach mal gucken. Ja, gut, das. Das geht halt nicht gleichzeitig, ne? Ja, aber ich, du weißt, diesen Mut, diesen. Ja. Ja, genau. Das Ding ist auch krass für Force Feedback, aber. Dave meinte, dass es eigentlich das Realistische, was es auf dem Markt gibt. Kommt schon sehr, sehr nah an die Realität an, was sie da gemacht haben. In Sachen Formel 1. Generell diese RSS-Dinge. Das eine GT-Pack da, was da auch ist. Ja. Das ist ja auch nicht gerade günstig. Was kostet 17 Pfund oder so? 23, 25 Euro. Das Ding hat gekostet, glaube ich, 4 Pfund. Also 5, 6 Euro das Teil hier. Das Auto. Ja, eine Wagen. Die 2, ja genau. Die 2 2020er. Sonst kosten die Autos ja. Sind kostenlos bis 2 Pfund. Also, sag ich mal so 1 bis 3 Euro, je nachdem. Ich finde das auch in Ordnung, weil. Finde ich auch. Das ist scheiß Arbeit, denke ich, wenn man das überhaupt nicht kann. Wenn man das so genau macht, dann ja. Ja. Da steckt Zeit drin und die soll auch bezahlt werden. Das ist vollkommen okay. Ich habe mich gestern verklickt und habe diesen einen Formel 2 zweimal geholt. Ich depp. Jetzt sind die Spendierhosen an, ne? Ja, ich hätte vielleicht auch mehr so ein Paket holen können. Dann all in all günstig gekommen wäre, aber ja. Aber die Seite muss ich mir mal nennen, da hätte ich auch Bock drauf, nur es bringt halt nichts, wenn wir. Ich fahre halt gerne auf dem Server. Ne? Also ich kann ja auch Einzelrennen fahren. Aber irgendwie, auch wenn ich alleine fahre, macht es auf dem Gefühl. Server irgendwie mehr Spaß. Mhm, finde ich auch. Ich bin nur ganz kurz gestern doch gefahren und wir waren kurz zu testen, ob es geht. Aber ich wollte sofort wieder auf den Server kommen, keine Ahnung. Das ist eine Verbundenheit oder ist irgendwie ganz anders als so fahren. Ja, zu wissen, dass jemand jederzeit joinen kann. Gell? Voll nice. Wobei wir ja jetzt von uns jemand joinen kann, ne? Die haben genau. Ja, Public ja, schon ja oder ausgesperrt, wenn die diese Autos haben, oder die sind ja gar nicht unbekannt, die Autos.
Ja. Also die sind aber schon. Aber man merkt schon, dass die Leute weniger werden. Also es joint keiner mehr. Achso, das ist gestern. Als wir es noch normal hatten, ist jetzt einer gejoint. Und davor ja auch kaum. So ein bis zwei am Tag. Genau, wegen dem. Du kannst ja da auch direkt mit PayPal outchecken. Brauchst da nichts angeben oder so. Auch keinen dich nicht anmelden oder so bei der Seite. Das ist das Gute, sofort PayPal Checkout. Und dann kriegst du einen. Du kannst direkt runterladen und du kriegst diesen Download-Link auch für immer per E-Mail. Kannst jedes Mal nach runterladen, finde ich ganz gut. Ja, da würde ich mich gerne mal umgucken, ob da noch so ein paar Schätze sind. Interessante Wagen dabei sind, denn ich hatte von Race Department, ich weiß nicht, kennst du den De Tomaso? Das ist aus den 70ern so ein. Vom Namen nicht, aber bestimmt vom Sehen oder so. Sehr krasses Auto. Habe ich mir auch runtergeladen, ist fast nicht fahrbar. Und ich weiß halt nicht, woran es liegt. Die Physik einfach kacke ist oder. Genau, das weiß man halt. So schwer zu fahren ist. Vielleicht doch. Vielleicht beides wäre vielleicht fies gesagt für die Modder, aber. Bei diesen Mods weißt du halt, dass es wirklich gut sind bei den zwei Seiten. Ich habe gerade so getryhardet, zwei Runden, dass ich mich wirklich bei einem Grad mehr gelenkt habe, war ich schon tot. Wie gesagt, ich habe gehört, verdammt. Wie ich fand nur so als Spaß hinterher, wenn es okay ist oder wenn es sich nicht stört. Ich wollte gerade Ich versuche Rundenzeit, aber das war's. Ich finde das ja dann witzig, wenn ich so ein bisschen durch den Dreck fahre und du den Staub hinten abkriegst. Das habe ich ja gesagt, Rauchbombe mal. Ja, ich versuche mir das mal so ein bisschen mit dem Zwischengas, mit dem Halbgas zu gewöhnen. Aber das ist halt auch drin. Das habe ich aber gestern auch dazu bin ich gekommen, so ein bisschen Gasbremse gleichzeitig kurz. So kurz lupfen lassen, dann wieder Bremse, wieder Gas. Das hat mir aber geholfen, muss ich sagen. Bei gewissen Autos. So ganz kurz angetippt habe, Bremse, dann wieder Gas und noch dann schon auch gar nicht wirklich Gas ganz losgelassen habe. Immer so 10% beides. Wie hieß die Seite? Sim. Ich hab's doch gerade eben auf dem Helm gelesen von dem Wagen. Ich schick's dir in den Chat rein. Was geht? Race Sim Studio, genau. Ich das dann nochmal in Discord zur Vervollständigung. Fuck. Die haben aber zu 90% Formelwagen. Ja, ich will nur mal gucken. Die würde ich halt gerne so alle haben. Ja gut, nee, so. Nee, also der RSS GT-Pack, der kostet 8 Pfund, nicht 28. Du musst schauen, welcher. Also der GT-Pack direkt. Ja. Was hat ein A27 gekostet? Ach so, das. Das ist Ultimate. Ja, okay. Da ist ja, glaube ich, nur Formel dabei, oder? Everything Ultimate does not include any vehicles released in 2022. Ach, nicht 21? Sicher 22? The Everything Ultimate Pack 2021.
alle 26 Autos von Anfang bis Ende 2021. Ach, da ist sogar GT-Pack drin. GTM-Pack, GTN-Pack ist alles drin. Wow. Da ist echt alles drin. Das wäre das ultimative Pack. Da ist sogar der 1990er drin. Heftig. Ich habe halt davon schon die Formel 2 und Formel 3 und 4. Ich habe jetzt schon 4 Autos davon. Deswegen hatte ich mir überlegt, wäre vielleicht nicht das Bessere gewesen, weil ich würde, das werde ich bestimmt irgendwann holen. Oder weiß nicht, ob man sich sowas teilen kann oder so, kein Plan. Aber da sind auch alle GT-Dinger dabei. Ja, ich muss. Deswegen hatte ich ja gemeint, dass ich vielleicht das. Also ich habe die 4 Autos, von denen waren ja nur 2, haben ja was gekostet. Dann waren ja Formel 2 war einer kostenlos und Formel 3 war auch kostenlos. Aber da ich den einen doppelt gekauft habe, nun. Ja gut, nee, auf der Seite ist jetzt tatsächlich für mich nicht so viel, gell? Also tatsächlich die, die RSS. Der RSS GT, GTN und GTM, die finde ich interessant. Da sind 6 Autos dabei, gell, in dem GT-Pack, sehe ich gerade. Ja. Und wie viel sind davon, von, was dir gefallen würde? Die hast du genannt, oder? Grad. Nee, ich würde die alle gerne mal ausprobieren. Achso. Ich würde also. Müssen wir mal schauen. Weißt du, bevor du irgendwas köfst, vielleicht können wir ja zusammen was tun. Weil ich würde gerne das Ultimate irgendwie haben wollen. Das ist mir zu viel. Dann können wir. Ja, dann nimmst, tust du halt die neuen beisteuern oder so. Oder wie das kostet? 8,17? Ich würde den Rest geben. Weil da sind halt alle Formelautos dabei, weißt du? Dann zahle ich nicht 29, zahle ich 20 und fertig. Ja, Alter, ich, der Peter Zwegert ärgert sich. Ja. Ja, also sehr unvernünftig und wir haben eigentlich ultra Autos. Ultra unvernünftig. Dann lassen wir das erstmal und gucken, ob sie noch was geschickt. Nee, da gibt's aber noch eine Seite, hat er dafür Dave geschickt. Sollen wir im Chat schauen. Das Glück, dass der Chat nicht so viel ist, man kann immer nachschauen, was die letzten Tage geschrieben wurde. Ich habe heute, während du geschlafen hast, Roulette gespielt. Habe ich gesehen, hast du gesagt, Jus, machst du Party und so. Das habe ich gesehen während des Schlafens, ja. Na klar sehe ich das. Wild, wild, wild. Du hättest aber genau auf die Zahl vollsetzen können. Es war genau die Zahl, die du jetzt 15, glaube ich, war das. Ja. Das ist wild. Das wusste ich doch nicht vorher, dass ich da gewinne. Du kriegst das genau 35-fache. Ja, das 35-fache bekommst du. Aber du hast die Farbe zuerst gemacht, deswegen hast du nur das Doppelte bekommen. So. Ah, okay, ja, das ist ja auch interessante Fahrzeuge. Das sind, glaube ich, vielleicht sogar mehr für dich. Ich weiß aber nicht, wie man da payt, da habe ich nichts geholt. Ehrlich sagen, ich würde ein bisschen entspannt fahren wollen.